Im heutigen Video gibt es für euch ein zweitägiges Food Diary mit meinen Jungs. Ich habe am vergangenen Wochenende alle Speisen gefilmt, die wir zu dritt gegessen haben. Dieses Food Diary enthält vor allem vegane Speisen, gekocht wie auch rohköstlich zubereitet und ganz, ganz wenige vegetarische Lebensmittel. Vor der ersten Mahlzeit gibt es für die Jungs wieder eine kleine Portion grüner Saftkomplex. Das ist ein grünes Grassaftpulver aus Gräsern und Alfalfasprossen. Das vermische ich mit Wasser und da gibt es hier so einen hochkonzentrierten grünen Saft. Und danach bekommen sie wieder Spirulina-Presslinge. Spirulina sind Mikroalgen voller Chlorophyll, Mineralstoffe, Spurenelementen, Enzymen und Vitaminen. Die Jungs nehmen ihre kleine Menge Spirulina-Presslinge mit Wasser ein. Dazu kommen auch immer mal Nachfragen, ob sie die einfach so schlucken oder mit Wasser herunterspülen. Ihr seht, wir haben hier noch einen großen Vorrat an Spirulina-Presslingen. Wir bestellen diese bei Pure Raw und Pure Raw wiederum bezieht ihre Spirulina-Algen von der Algenfarm in Klötze. Das hier ist eine 850 Gramm Dose Spirulina-Presslinge aus der deutschen Algenfarm in Klötze. Leider hatte die Algenfarm Klötze in den letzten Monaten einen Engpass mit Spirulina. Wir hoffen, dass es im Frühjahr wieder neues Spirulina-Pulver bzw. neue Spirulina-Presslinge gibt. Nach den grünen Lebensmitteln gibt es für meinen Ältesten erstmal noch ein bisschen Obst. Ihr seht hier aufgeschnittene Passionsfrüchte und hier sind noch einige Fruchtstücke von Mangostanen und ihr seht hier eine halbe Mangostane, das ist sozusagen die äußere Schale. Und hier drin stecken dann diese Segmente. Für meinen Jüngsten gibt es nach den grünen Lebensmitteln geröstetes Brot mit etwas Rohmilchbutter. Dieses Brot ist ein Vollkorn-Einkornbrot, was wir bei uns im Bioladen kaufen. Und Einkorn ist ein Urgetreide, ähnlich wie Emmer und Kamut, also so eine Art Urweizen. Nach seinen Früchten bekommt mein Ältester, der Simon, noch eine große Portion Beerenshake, einen Obstsmoothie. Dieser besteht aus gefrorenen Himbeeren, gefrorenen Wildheidelbeeren, zwei reifen Bananen, fünf Datteln, etwas Vanillepulver, etwas Lurkuma-Pulver, etwas selbstgemachtes Hagebuttenpulver und Wasser. Und für meinen Jüngsten gibt es noch eine Portion geröstetes Einkornbrot mit Rohmilchbutter. Gegen 13.30 Uhr gibt es die erste flüssige Mahlzeit für mich heute. Das sind ca. 400 Milliliter Grassaft aus meinem liebsten Grassaftpulver aus Gersten- und Kamutgrassaft. Das Ganze vermische ich mit Wasser und werde dies jetzt genussvoll trinken. Für Simon geht es süß weiter. Für ihn gibt es jetzt selbstgemachte vegane Brownies aus Süßkartoffeln, glutenfreien Haferflocken, Mandeln, natürlich Kakao, Datteln und die Glasur besteht unter anderem aus Erdnussmus. Also es riecht fantastisch schokoladig und leicht nach Erdnuss. Gegen 15:45 Uhr gibt es für mich die zweite flüssige Mahlzeit für heute, einen wundervollen grünen Saft, der besteht aus einer Gurke, etlichen Grünkohlblättern, einen halben Bund frische Minze und Äpfeln. Für meinen Ältesten gibt es jetzt einen gemüsigen Rohkosteller mit dabei Gurken, Paprika, Möhrensticks, die sind nochmal mit frisch gesammeltem Bärlauch umwickelt. Dann haben wir hier frische Erbsen, so eine Art Zuckererbsen. Hier seht ihr mal noch so eine Schote, die habe ich kürzlich bei Jurassic Fruit bestellt. Dann haben wir hier ein paar Alfalfasprossen und noch eine größere Portion Feldsalat, also schön grün und selbstgemachte herzhafte Kokossnacks. Mein Jüngster hat sich jetzt ein Glas Apfelmark gewünscht, Apfelmark mit Banane. Dieses Apfelmark ist zuckerfrei, Apfelmus ist oft mit Zucker gesüßt, Apfelmark ist zuckerfrei und dieses ist noch mit Bananen vermischt. Kurz vor 18 Uhr beginne ich meine eine feste Mahlzeit am Tag. Ich habe hier
gefrorene Himbeeren auftauen lassen. Dazu gibt es noch zwei reife Birnen. Das ist erstmal der erste Teil meiner festen Mahlzeit für heute. Wir haben jetzt Besuch bekommen und unser Besuch hat roh vegane Zimtschnecken mitgebracht. Aus nur 4 Zutaten, die mag ich so, so gerne. Und das passt jetzt genau in meine Abendmahlzeit. Ich wollte gerade noch meine herzhafte Abendmahlzeit essen. Also nach dem Obst, was ich euch gezeigt habe, habe ich mir noch etwas Gurkensalat gemacht mit Sprossen und Grün. Das zeige ich euch später. Jetzt lasse ich mir erstmal diese roh veganen Zimtschnecken schmecken. Hier seht ihr unsere Abendmahlzeit. Hier die rechte Seite. Der frische Kostanteil ist der zweite Teil meiner festen Mahlzeit für heute. Da haben wir hier zum Beispiel Gurkenraspel mit ganz viel Chlorella-Pulver, Chicorée, dann nochmal Gurkenraspel mit eingeweichten getrockneten Tomaten, die sind in Stücke geschnitten, Kresse, frisch geschnittener Bärlauch ist dabei. Dann haben wir hier noch Grün, Feldsalat, Postelein und Rucola, hier noch eine Portion Alfalfa-Sprossen, hier gibt es noch ein paar Möhren mit Bärlauch umwickelt. Das ist die Abendmahlzeit von Simon. Ich habe ihm eine Kartoffelsuppe gekocht und dazu gibt es eine große Tofu-Wiener. Und das sind einfach nur Bratkartoffeln, selbstgemachte Bratkartoffeln mit Salz für den Kleinen, für den Silas. Er hat eine Portion Bratkartoffel schon gegessen, die habe ich vergessen mitzufilmen. Silas möchte jetzt noch mehr Bratkartoffeln. Er bekommt gleich seine dritte Portion Bratkartoffeln mit etwas Salz. Noch ein Nachtrag zu Samstagabend. Ich war gestern mit Simon im Kino. Er hat im Kino noch eine kleine Portion Popcorn gegessen und für den Silas, den Kleinen, der hat zu Hause so eine Tüte Gebäck gegessen aus Dinkel, Gerste, Hirse und auch hier mit Gewürzen Schwarzkümmel. Sonntagvormittag gibt es als erstes für die Jungs frisch gepressten Orangensaft. Sonntags gibt es öfters mal geröstetes Brot oder geröstetes Brötchen mit selbstgemachtem Schokoaufstrich. Hier haben wir Scheiben von Dinkelbrötchen und hier Einkornbrot. Ich habe beides geröstet und mit selbstgemachten Schokoaufstrich bestrichen, der einfach nur aus Haselnussmus besteht, rohem Kakaopulver, Vanillepulver und zum Süßen habe ich Yakonsirup verwendet. Gegen 12.30 Uhr gibt es für mich heute die erste Flüssigkeit. Das ist frisch gepresster Selleriesaft. Für meinen Ältesten, für Simon, gibt es jetzt einen Rohkostteller, der besteht aus Gurkenscheiben, Alfalfa-Sprossen, frischen Zuckererbsen, Paprikastücken, Feldsalat, selbstgezogenem Erbsengrün, Wilderdnüsse, Paranüsse, Möhrenstücke und Postelein. Mein jüngster Silas, der isst jetzt 3 rohe Champignons. Am Nachmittag können sich die Jungs 1 oder 2 Energieriegel aussuchen. Ihr seht, wir haben hier einige zur Auswahl. Die sind alle von der Firma Lups und ich möchte das hier an dieser Stelle auch transparent machen. Ich habe eine Anfrage bekommen von dieser Firma, ob ich auch mal in einem Food Diary Riegel von der Firma Lups zeigen möchte. Und ich mache das ja generell so, wenn ich etwas bewerbe, dann stehe ich auch dahinter, dann verwenden wir das auch. Und ich habe ihnen geschrieben, dass wir die Rohkostriegel, ihr seht hier Ananas, Mandel, Cashew, Dattel, Goji, Chia, Chai, die kennen wir schon. Die kaufen wir auch ab und zu bei uns im Bioladen. Jetzt haben wir noch 3 zusätzliche Riegel bekommen, die wir noch nicht getestet haben. Mandel, Vanille und hier mit Gemüse, Paprika, Spinat mit etwas Chili. Das könnte für meinen Ältesten vielleicht was sein, weil er auch manchmal gerne ein bisschen scharf ist. Und dann gibt es hier auch einen Riegel mit Äpfeln und Johannisbeere. Also wir kaufen auch regelmäßig im Bioladen von Lups Energieriegel. Da habe ich zum Beispiel hier welche gekauft, die es bei uns im Bioladen gibt. Und der absolute Lieblingsenergieriegel von meinen Jungs ist dieser Erdbeerfruchtriegel von Lups. Also den kaufen wir ganz oft. Auch dieser Himbeerfruchtriegel steht bei meinen Jungs ganz weit oben. Also das sind so ihre Lieblingsriegel. Aber das ist ihr absoluter Favorit, wenn sie sich entscheiden müssten. Hier haben wir noch einen Rohkostriegel, Kakao, Minze, Protein. Ich glaube, den haben wir erst einmal gegessen. Also meine Jungs bevorzugen dann eher diese. Mein Jüngster mag sowieso keine Minze. Alles, was mit Pfefferminz ist, das lehnt er eher ab. Und diese Riegel hier, die habe ich früher auch ab und zu gekauft. Gerade wenn wir auf Reisen sind, so mit Beere, Walnuss oder Banane, Mandel. Das sind ganz gute Energieriegel, die es fast überall in jedem
Bioladen gibt. Also es gibt eine große Auswahl, verschiedene Varianten und verschiedene Sorten. Da findet sich wirklich für jeden etwas. Und ich bin jetzt gespannt, für welche Riegel sich meine Jungs entscheiden. So Jungs, wollt ihr euch so ein, zwei Riegel aussuchen? Warte, Silas, nimm gleich die. Was ist das? Ist Goji Chia-Shai, den hatten wir auch schon mal. Ist schon eine Weile her, wir kaufen ja sonst immer Cashew-Dattel. Die beiden, genau. Das sind eigentlich die beiden Rohkost-Lieblingsriegel von euch, von Lups. Und Silas, welche hattest du? Du hattest dir die fruchtigen. Du hattest dir die beiden fruchtigen ausgesucht, ne? Also Himbeer, Erdbeer wird Silas jetzt essen und Simon isst Ananas, Mandel und Cashew-Dattel. Silas hat zuerst den Erdbeerriegel aufgemacht und es riecht wirklich schön nach Erdbeere. Das mit gefriergetrockneten Erdbeeren, glaube ich. Das ist der Ananasmantel. Sieht ja genauso aus wie andere. Ja, die sehen sich so ähnlich. Gegen 16.30 Uhr gibt es für mich eine Art Shake aus dem Wasser von zwei Trinkkokosnüssen und Chlorella- und Spirulina-Pulver. Ich werde jetzt diesen Schaum mit Genuss löffeln und dann den Rest trinken. Simon hat sich jetzt noch einen Riegel geschnappt von Lups, und zwar Banane-Mandel. Hier seht ihr eine Abendmahlzeit, die wir am Sonntag zu dritt essen. Ihr seht, es ist doch recht unterschiedlich. Wir essen nicht alle gleich. Ich beginne hier links. Das ist die Abendmahlzeit für meinen Ältesten. Ich habe heute für meine Jungs Quinoa gekocht. Dazu gibt es für ihn noch gedämpfte Erbsen zusammen mit gedämpftem Lauch, gedämpften Knoblauch und gedämpften Paprika. Nach der Lebensmittelkombinationstabelle, die bei uns in der Küche hängt, ist das eine gute bis sehr gute Lebensmittelkombination. Zum Thema Lebensmittelkombination habe ich auch schon mit den Carlos von den Rohkostlingen ein sehr interessantes Video gemacht. Ich verlinke euch dieses Video oben in den Infokarten. Dieses Gemüse habe ich mit ein bisschen Salz gewürzt und gefrorenen Kräutern, den Quinoa ein bisschen mit Sojasauce und Hefeflocken. Ein bisschen Kokosöl ist auch noch dabei. Dazu gibt es für Simon panierten Blumenkohl. Dieser panierte Blumenkohl ist mit Eiern und Dinkelpaniermehl zubereitet. Dazu gibt es einen herzhaften Lieblingssnack von Simon, den wir selber herstellen aus jungem Kokosnussfleisch, Sojasauce, Knoblauch, Paprikapulver und Ingwerpulver. Weiter geht's zur Abendmahlzeit von dem Jüngsten, vom Silas. Der bekommt einfach nur Quinoa und dazu eine größere Portion panierten Blumenkohl. Heute esse ich auch mal eine gekochte Mahlzeit, eine schleimfreie Mahlzeit, fettfrei. Diese Mahlzeit besteht aus gedämpftem Brokkoli, gedämpften Zucchini-Stücken, gedämpfter Zwiebel, gedämpften Knoblauch. Da ist noch ein bisschen gefrorene Petersilie dabei, die ist ja jetzt schon aufgetaut. Und dann habe ich hier so einen kleinen Tipp für Menschen, die sich mehr von schleimfreier Heilkost ernähren wollen. Wem das Gemüse zu trocken ist, wer noch eine Soße benötigt, der kann zum Beispiel schauen nach einer fettfreien Tomatensoße. Bei uns im Bioladen gibt es zum Beispiel von der Firma Rapunzel die Tomatensoßen Toscana und Familia, die sind beide fettfrei. Und das möchte ich hier so als Inspiration mitgeben. Man kann eben dann zu diesem Gemüse auch so eine fettfreie Tomatensoße essen. Dazu gibt es für mich natürlich einen Teller Frischkost, viel Grün, Feldsalat, Rucola, Postelein. Hier ist noch ein bisschen Kresse dabei, Alfalfa-Sprossen, Koriander und Chicorée. Zum Abschluss des Tages bekommen meine Jungs noch ein paar Chlorella-Presslinge. Das sind Mikroalgen, also Lebensmittel, die sie mit Wasser einnehmen.